die den Mauern und beim Wasser nähern. Vom Ufer aus kannst du erkennen, dass der Strom des Kanals um einiges stärker ist, aber ist, als er aus der Ferne erschien. Vielleicht wurde er von den neuerlichen Stürmen gespeist. Nicht viel mehr als dünne, rumgekleidete Huana, die sich hier versammelt haben, beobachten dein Kommen. Einer von ihnen tritt nach vorne. Die Farben ihres Kleides sind viel kräftiger als die der umstehenden Person. Sie neigt den Kopf zur Seite. Du siehst heruntergekommen aus, Fremder, als hätte dich die See auf unsere Küste gespuckt. Was führt dich hierher? Willst du zuschauen? Was genau ist hier los? Ihre Hand bewegt sich in einem Bogen, der zuerst die Schwimmer, dann das Wasser und schließlich die Inselchen auf der anderen Seite beschreibt. Sie fordern den Osa-Kanal heraus. Es hat geregnet und das Wasser fließt geschwind. Sie müssen noch schneller schwimmen. Jedem, der es schafft, winkt Ehre. Dem, der gewinnt, winkt mehr. Die Konkurrenz untersuchen. Erfolg. Ja. Specified O's Blick schweift über die Amaunerin und richtet sich auf eine muskelbepackte, kahlköpfige Frau, einen schlanken blonden Mann und einen schlaksigen älteren Teenager. Ich sehe, dass der Blonde einen Vorteil hat, da er sowohl stark als auch kompakt ist. Ja, wer hat die besten Chancen auf einen Sieg? Sie kichert und hält sich mit der flachen Hand den Bauch. Natürlich Nagatis Favorit, das ist so sicher wie die Gezeiten. Ich möchte teilnehmen. Mehrere der Anwesenden kichern, die Frau lächelt verhalten und senkt gleich den Kopf. Osa herauszufordern, das bauen die Armauer immer, um ihre Stärke und Ausdauer im Wasser auf die Probe zu stellen. Ich befürchte, dass du zu viel für andere gestandene, dass das zu viel für andere gestandene sein könnte. Und ich dachte, Huana wären traditionell gastfreundlicher. Ihr habt also Angst, gegen einen anderen gestandenen zu verlieren. Da könntest du recht haben, das Todesfeuer hat schon einmal versucht, mich zu ertränken. Hast du Angst? Einer der Schwimmer schnauft. Wir haben vor nichts Angst, Ikera. Das heißt wahrscheinlich Fremder. Nee, Zustimmung. Dann lass den fremden Zwerg schwimmen. Die Frau wendet sich dir zu. Wenn du schwimmen willst, dann sollst du auch schwimmen. Sie nickt und zeigt auf den Kanal. Dann geh zu den anderen am Ufer, lass deine Kleidung auf dem Felsen. Dann sind sie nachher schön warm. Ans Ufer gehen und dich ausziehen? Ich muss hierfür nackt sein? Sie zuckt mit den Schultern. Während ein ganz leichtes Grinsen über ihr Licht zieht. Wir fordern gar nichts. Ans Ufer gehen und dich ausziehen. Du legst deine salzverkrustete Kleidung ab und legst deine Habseligkeiten auf dem Felsen. Meine Güte, Wächter, du bist ganz schön... Du bist ganz gewiss, ich meine, was ich... Naja, viel Erfolg. Mit unaufgeladenem Gesicht räuspert sich Soti hinter ihrer Faust. Sie wendet ihren Blick jedoch nicht ab. Du springst von Stein ab, tauchst mit den anderen Schwimmern in das nackig kalte Salzwasser. So sehr du dich auch anstrengst, der Strom drückt dich mit der Kraft eines Bären zurück. Du hältst mit den Hanauern mit, obwohl deine Muskeln schon brennen. Du bemerkst, dass einer der Huana Schwierigkeiten hat, mitzukommen. Nein, er hat sogar Schwierigkeiten, überhaupt über Wasser zu bleiben. Sein verzweifeltes Schnappen nach Luft klingt den Kanal entlang. Ihm ans Ufer helfen. Du legst deinen Arm um den sich abrackernden Schwimmer, der es besser weiß, als sich gegen deine Hilfe zu wehren, während du mit ihm zum festen Boden schwimmst. Du siehst dich auf dem felsigen Untergrund hoch und hilfst ihm ebenfalls an Land. Die große, glatzköpfige Frau setzt sich ab und erreicht als erste das Ziel. Die Menge tobt, als sie mit zum Sieg erhobenen Fäusten auf das gegenüberliegende Ufer hinausläuft. Der junge Schwinger drückt deinen Arm. Vielen Dank, Ikera. Die Menge auf der Brücke löst sich langsam auf und das Getöse verstummt. Du setzt deine Reise fort. Ja, wir haben dem da geholfen. Das war wahrscheinlich besser. So, Schleimaal, Silberflosse und Wasser. Silberflosse, Schleimaal. Minus 5 pro Tag, minus 5 pro Tag. Und da minus 10 pro Tag. Kaufen wir mal 20 Schleimaal.
Oh, wir können ja was verkaufen. Ein großes Schild jedenfalls. Ach, das Stilett kann auch mal weg. Da können die Kleinteile weg. Tiere will ich nicht unbedingt weggeben. Die Pike auch nicht, weil die können wir wahrscheinlich zum Erzabbau gebrauchen. Verkaufen wir mal die einzelnen Wolkenfallen. So. Du hast immer noch eine Wunde. Das ist nicht so schön. Aber wir können jetzt mal den Schleimaal zum Essen dazu packen. Ja, sie ist wieder frisch. So. Chirurg-Kanonier. Packen wir mal ihn da oben hin, dass wir vielleicht mehr sehen. Ich kann das Schiff nur umbenennen. Kann aber nicht mal gucken, welcher Slot für was eigentlich zuständig ist. So, minus 10 durch Koch, weil sie ist ja Köchin. Das heißt, wir brauchen nur noch 4 pro Tag, aber hier immer noch 5. Hm. Gott. Da ist Fracht, die sacken wir gleich auch mal ein. 10 Medizin und dann geht's weiter nach Nikataka. Wir sind ja schon ein gutes Stück weit gekommen. The ring of a bell comes to you on a cold wind. Ein kalter Wind trägt das Klingeln einer Glocke zu dir. The ring comes again and again, until soon the air is full with the sound of a thousand. Das Klingeln wiederholt sich immer und immer wieder, bis die Luft vom Klang abertausender Glocken erfüllt ist. Du spürst eine Resonanz tief in dir, eine Glocke, die in Harmonie mit all den anderen läutet. Etwas in dir biegt sich, bis es schließlich bricht und du wirst von einer hell erklingenden Flut weggetragen. Nur ein Geläut unter vielen. The tide of bells recedes. You lever yourself up onto your knees and realize you have been here before. You stand in Barath's realm. Der Schwall der Glockenläute lässt nach. Du hiefst dich auf deine Knie und dir wird klar, dass du scheinbar hier warst. Du befindest dich im Barath's Reich. Du bist allein. Und dann nicht mehr. Eine indistinkte Figur steht vor dir. Flickering zwischen Formen wie ein fire-cast Shadow. Ein fixed, taunting Grin. Bottomless black eyes. Ein yawning chasm in the earth. The aspects of Barath, the Usher and the Pallid Knight, shift in and out of focus. Eine schemenhafte Figur steht vor dir. Ihre Silhouette flackert zwischen Formen hin und her, wie der Schatten einer Flamme. Beständig ist nur ihr höhnisches Grinsen, schwarze Augen bodenlos tief, ein gehender Riss in der Erde. Die Aspekte von Barath, der Pförtner und die bleiche Ritterin rücken abwechselnd in den Fokus und verschwimmen wieder. And at their back, 4 indistinct shades hover. You feel an eternity stretch out behind each of them, reaching back to places so distant and yet so near you cannot comprehend their size.
und hinter ihnen schweben vier verschwommene Schatten. Du spürst, wie sich die Ewigkeit hinter ihnen ausbreitet und Orte umfasst, die so nah und doch so fern sind, dass du ihre Größe nicht einmal begreifen kannst. Das sieht aus wie Galloway und das sieht aus wie Magra. Bei den anderen beiden bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Das shifting image of Barath settles on the aspect of the pallid knight. Das sich wandelnde Bild von Bera verfestet sich im Aspekt der bleichen Ritterin. Her voice is the discordant clangor of gongs struck out of time. Wächter, sagt sie, ihre Stimme gleicht dem disharmonischen Klang zeitlich versetzter Gongschläge. I tasked you to discover Aethys's intentions. Tell me what you have learned. Ich habe dir aufgetragen, mehr über Iotas Absichten herauszufinden. Berichte mir, was du erfahren hast. Warum komme ich mir jetzt gerade vor wie in Tyranny, als ob Tonon vor mir steht? Er saugt Seelen aus dem Wehen verleuchtendem Adra. Er stapft durch das Todesfeuer und zieht Seelen an sich wie ein gigantischer Adra-Magnet. Er ist noch zu früh, um sagen zu können, was er vorhat, aber sein Verhalten ist verdächtig. Ich kann Iotas nicht verfolgen, wenn du ständig meine Seelen ins Jenseits ziehst, wenn es dir gerade danach ist. Nichts sagen. Er stampft durch das Todesfeuer und zieht Seelen an. Die bleiche Ritterin zieht die Augenbrauen zusammen. Er will nicht ins Jenseits zurückkehren? Interessant. Her sickly pale skin pulls tight across the bones of her face. As if the shell of this aspect does not quite fit the impossible creature it contains. Ihre kränkliche, blasse Haut ist dünn über die Knochen ihres Gesichts gespannt, als ob die Hülle dieses Aspekts, die unmögliche Kreatur, die sich daran verbirgt, nicht wirklich fassen könnte. The figure nearest Barath dissolves and reforms in the image of a thin-lipped, ancient crone, whose face has felt the melting kiss of fire. Die Gestalt neben Barath löst sich auf und formt sich neu zum Bildnis eines schmallippigen alten Weibes, dessen Gesicht von schmelzendem Feuer geküsst wurde. Ist das dann Markman? The goddess Wodica strides forward. Was? Wodica? Wat? Ne, geh weg! Die Göttin Wodica schreitet vor. Does Aethys frighten you, Barath? He should. Magran subdued Aethys's influence once before, and yet he returned. Fürchtest du Iotas, Barath? Das solltest du auch. Magran hat Iotas Einfluss schon einmal unterdrückt und doch ist er zurückgekehrt. He does not speak. But stares up at Wodica, with naked loathing plain on his ruined face. Er spricht nicht, sondern starrt nur mit blanker Abscheu in seinem zerstörten Gesicht auf Wodica hinauf. Wodica steeples her long, knob-jointed fingers. We must annihilate Aethys now, before he makes a rash decision we cannot easily annul. Diesmal nichts von erzählen. Wodica reibt sich ihre langen, knotigen Finger. Wir müssen Iotas jetzt außer Gefecht setzen, bevor er eine vorherige Entscheidung trifft, die wir nicht mehr so leicht rückgängig machen können. Sie wirft aus dem Augenwinkel einen gerissenen Blick auf die bleiche Ritterin. A moon would do the job nicely. Ein Mond wäre dafür hervorragend geeignet, sagt Wodica und grinst. Wenn du das denkst, dass das die angenehmste Lösung ist, werde ich dir nicht im Weg stehen. Bedenkt man ihre Beziehung zum Mond, bezweifle ich, dass Ondra diesen Plan gutheißen würde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den noch brauchen. Du würdest Iotas nur aus Groll zerstören? Ich bin mir sicher, dass wir den noch brauchen. A voice echoes from the shape nearest Barath. The lava is too large to be moved and Kaltha too quick to be caught. Even for a god of Wodica's strength and apparent lunacy. Eine Stimme halt aus der Form, die Barath am nächsten ist. Belafa ist zu groß, um bewegt zu werden, und Kalda zu schnell, um gefangen zu werden. Selbst für einen Gott von Wodicas Stärke und offensichtlichem Wahnsinn. The figure beside the aspect of Barath flows forward in a swirling cloud of ash. Die Gestalt neben dem Aspekt von Barath fließt in einer wirbelnden Aschenwolke nach vorne. The ash falls to the tiles and reveals a molten-skinned woman, leaning on a monstrous, wicked-edged broadsword. Die Asche fällt auf den Boden und gibt eine Frau mit geschmolzener Haut frei, die sich auf ein gigantisches Beilschwert mit abartig scharfer Klinge lehnt. Magrin's glowing lips curl in disdain. We must find a solution to the problem of Aethys that is neither do nothing nor destroy the world.
Margrats leuchtende Lippen kreuzen sich verächtlich. Wir müssen eine Lösung für das Problem Iotas finden, die weder nichts tun, noch die Welt zerstören lautet. I acted in haste during the Saints War. You will not goad me into doing the same now. Während des Kriegs der Heiligen habe ich voreilig gehandelt. Du wirst mich nicht mich nicht dazu bringen, dasselbe wieder zu tun. Margaret bereut es, dass sie Iotas in die Luft gejagt hat? Wow. Oder besser gesagt, Weitwin. To move against him while his plans are unknown would be the height of foolishness. We must find wisdom in precaution. Sich gegen ihn zu stellen, während wir nicht wissen, was er vorhat, wäre ein Gipfel der Torheit. Wir müssen weise und vorsichtig vorgehen, sagt Margaret. Sicher, tolle Idee, kann ich jetzt gehen? Was schlägst du vor? Mir ist egal, was du tust, befördere mich einfach wieder in meinen Körper, damit ich dieser Scharade ein Ende setzen kann. Nichts sagen. Another of the silent figures steps forward. And the warm, golden light of a summer's afternoon spills across your face.